Vision Gold Runners wird präsentiert von Generali bewegt Deutschland. Aus Versicherung wird Verbesserung. Dieses Mal bei Vision Gold Runners. In der Inklusionslaufgruppe Achilles Track Club laufen Behinderte und Nichtbehinderte gemeinsam. Professor Frohböse gibt wieder Tipps. Diesmal geht's ums Laufen in der kalten Jahreszeit. Und Maiken Liss. Für die Ultra-Trail-Läuferin können die Distanzen gar nicht lang und hügelig genug sein. München Olympiapark. Ein besonderes Ambiente und eine ganz besondere Gruppe, die sich hier zweimal in der Woche trifft. Der Achilles Track Club will Nichtbehinderte und behinderte Menschen zusammenbringen. Vorurteile abschwächen. Ich heiße Bernhard, ich bin 54 Jahre alt und bin seit meinem 22. Lebensjahr blind. Ich bin nur einem entgegenkommenden Auto reingefahren, also frontal. Es hätte nicht sein müssen, also es gab keinen Grund dazu, aber es ist halt passiert. Und ich bin dann durch die Luft geflogen und durch den Aufprall ist der Sehnerv abgequetscht worden. Und das ging dann von einem Schlag zum anderen. Die paar Knochenbrüche, die waren schnell wieder ganz. Und ja, aber am Sehnerv konnte man natürlich nichts reparieren. Nach dem Unfall musste Bernhard Klaus fast alle Fertigkeiten für den Alltag neu lernen. Es gibt ja nur die Möglichkeit, entweder man gibt auf oder man macht weiter. Diese Frage hatte sich mir eigentlich nie gestellt. Ja, ich bewundere so seine positive Ausstrahlung und dass er eigentlich immer für alles eine Lösung findet. Also er sagt nie, das geht nicht oder das kriegen wir nicht hin, sondern er ist eigentlich immer eher derjenige, der sagt, ja, das geht schon irgendwie. Geht nicht, gibt's nicht. Das ist das Motto. Abitur, Ausbildung zum EDV-Kaufmann, vielseitige Jobs. Bernhard Klaus erkämpft sich Schritt für Schritt seine Selbstständigkeit zurück. Das gilt auch für den Sport. Früher war Bernhard passionierter Skifahrer. Nach dem Unfall schaffte er es in die Goalball-Nationalmannschaft, fährt nun auch wieder Ski und hat daneben im Laufen seine zweite Leidenschaft gefunden. All das ging natürlich nach meinem Unfall alles nicht mehr. Und dann wieder was zu finden, was ich machen kann, es hat lange gedauert und habe vieles probiert. Und letztendlich das Laufen ist immer noch das, was man am einfachsten machen kann. Zum Achilles Track Club ist Bernhard über Freunde gekommen. Die meisten sind blind oder gehbehindert. Aber auch Nichtbehinderte laufen hier in der Gruppe. Das Ziel des Vereins ist, die Gemeinschaft zu fördern und Berührungsängste abzubauen von Sehenden oder von Nichtbehinderten zu Behinderten. Seitdem er dabei ist, läuft Bernhard so oft es geht mit der Gruppe im Olympiapark. An diesem Tag läuft er gemeinsam mit Guide Thorsten. Ich bin vor 3 Jahren nach München gezogen, aus Hamburg, und war aktiver Läufer überall gewesen und habe auch viele Laufveranstaltungen besucht. Und da gab es einen Motivationstrainer oder sowas. Und da war ein blinder Marathonläufer und der hat mir dann das so angetan, weil das war schwer, hat er gesagt, für Blinde Guides zu finden. Und so habe ich mir das einfach in München rausgesucht und seitdem bin ich hier, ja, habe ich es gleich rausgesucht und war begeistert davon. Wir sind hier verbunden mit einem Seil. An jedem Ende halten wir uns fest und es hängt zwischen uns. Und damit hat man eigentlich immer einen Kontakt, auch wenn es nicht gespannt ist, sodass wir praktisch nebeneinander herlaufen können und wissen, jeder ist da. Sinnbildlich die enge Verbindung durch das Seil. Im Achilles Club sind Freundschaften entstanden. Es gibt gemeinsame Grillabende und Ausflüge. Die Leistung ist manchmal gar nicht so wichtig, sondern einfach nur das Miteinander, dass man eigentlich gar keine Angst haben braucht, mit einem Blinden zu laufen oder andersrum, sondern das ergibt sich einfach so. Man soll ja immer so laufen, dass man sich unterhalten kann. Also nutzen wir das auch. Vom Thorsten erfahre ich viel von St. Pauli. Und mit jedem Guide, weil die wechseln ja ständig durch, erfährt man dann wieder andere Sachen. Also es gibt immer viel zu unterhalten. Ich mache das jetzt seit 3 Jahren und ich habe mich noch nie gelangweilt. Und ein sehbehinderter Läufer empfindet das Laufen freilich anders. Die Unebenheiten auch schon zu spüren und auch wenn man am Wasser lang läuft, wenn der Wind vom Wasser her kommt, bekommt man einen ganz anderen Duft in die Luft. Ne? Man merkt hier das Wasser und gerade wenn einem heiß ist, dann wirkt es auch nochmal erfrischend. Etwa 150.000 Blinde leben in Deutschland. Bernhard Klaus hat immer gekämpft und seine Selbstständigkeit wiedergefunden.
Er wohnt heute, mehr als 30 Jahre nach dem Motorradunfall, mit seiner Familie in seiner Wahlheimat München. Und mittlerweile selbstverständlich für ihn das gemeinsame Laufen im Achilles Track Club. Jeder hat immer Angst vor Behinderten oder vor was für eine Behinderung sie auch haben, haben die Leute Berührungsängste. Aber ich kann nur sagen, braucht man nicht zu haben, weil das ist so einfach. Man braucht sich da einfach keinen Kopf machen, einfach kommen und mitmachen. Professor Ingo Frohböse ist Leiter des Instituts für Bewegungstherapie an der Sporthochschule Köln. Er ist selbst leidenschaftlicher Läufer und auch in der kalten Jahreszeit versucht er sich, so oft es geht, draußen zu bewegen. Gerade haben wir so, ich würde sagen, mal so minus 2-3 Grad. Und das heißt schon natürlich für mich, dass mein Körper viel mehr arbeiten muss. Er muss ja Heizung anwerfen, er muss für mich viel aufwärmen. Das bedeutet also gerade für die Belastungsintensität immer ein bisschen langsamer laufen, ruhiger laufen. Etwa 5 bis 10 Schläge, je nach Temperatur, je nach Leistungszustand, ruhiger laufen. Dann passiert auch gar nichts, dann wird das Immunsystem nicht überlastet, weil das muss ich schützen, hat ja schon genug zu tun. Bis zu welchen Minustemperaturen ist Laufen im Freien eigentlich noch zu empfehlen? Bei minus 8 bis minus 10 Grad ist so für mich meine Obergrenze. Weil dann merke ich, wenn ich dann, wie gesagt, reinkomme, dann fange ich an zu husten, dann tut mir alles so ein bisschen weh, weil der Kältereiz natürlich bis in die Lunge hineingewirkt hat. Das ist für mich also die Obergrenze, das ist auch meine Empfehlung. Also bis maximal minus 8, minus 10 Grad sollten wir rausgehen. Alles andere macht keinen Sinn, weil dann belasten wir uns einfach zu sehr. Im Sommer rät Professor Frohböse ja dazu, die Bodenbeläge bei den Laufeinheiten immer wieder mal zu variieren. Im Winter sieht das anders aus. Natürlich ist es so, dass im Winter relativ viel rumliegt. Da muss man immer aufpassen, wo laufe ich eigentlich her? Ist es vielleicht gefährlich? Gerade wenn es ein bisschen dämmert, sehe ich ja nicht immer alles. Also da muss ich schon ein bisschen aufpassen. Da sind mir die geputzten, die gefegten Wege natürlich lieber. Auf der anderen Seite habe ich ja gerade im Winter auch oft eisige Wege. Große Gefahr, die sollte man besser meiden. Dann lieber nicht laufen in dem Moment. Gucken, wenn es zu glatt ist, dann lieber ganz ruhig gehen, am Rande gehen. So mache ich es auch, weil das macht dann nichts. Ist viel gefährlicher, mal hinzufallen und auszurutschen. Das hat wirklich große Konsequenzen. Im Winter sollte Vorsicht also absolute Priorität beim Laufen haben. Das gilt auch für das Atmen. Kalte Luft, merken wir ja, ist ganz schön beansprucht. Gerade wenn ich sie tief einatme, passiert ja ganz schön viel in den Bronchien. Idealerweise wäre natürlich, ich wärme sie irgendwie an. Das macht die Nase zum Beispiel. Also eine Kombination von Nasenatmung und Mundatmung könnte man hier als die beste Alternative, heißt aber auch gleichzeitig natürlich, das Tempo ein wenig zu reduzieren, denn sonst geht's nicht. Denn normalerweise atme ich ja die größeren Volumina durch den Mund ein. Aber wenn das nicht geht aufgrund des hohen Tempos, muss ich einfach versuchen, so eine Kombiatmung zu machen oder vielleicht mir einen Mundschutz zulegen. Und wenn ich so eine Atemmaske habe, so kann man ja fast sagen, dann hilft es natürlich deswegen, weil die Luft erst durchs Gewebe muss. Und gerade wenn sie durch meine Luftausatemluft angewärmt ist, haben wir natürlich einen etwas größeren Vorteil deswegen, weil die Strecke etwas länger ist. Aber es ist natürlich nicht so viel. Und dementsprechend heißt das, viel, viel entscheidender ist, sich auch nicht zu intensiv einzupacken. Man schwitzt ja auch darunter, das ist ja auch nicht gut. Lieber ruhiger laufen und ruhiger atmen, das ist hier die Strategie. Welche Körperregionen müssen besonders geschützt werden im Winter? Schützenswert ist natürlich erstmal unser Kopf, gerade im Winter, weil der ist ja, sehen wir ja gerade, ziemlich nackig da draußen. Und das heißt, dass wir uns gut anziehen können, aber der Kopf, und gerade auch, weil sehr viel Temperaturregulation hier über die Stirn passiert, das muss schon geschützt werden. Heißt also für mich, wenn ich also jetzt gleich loslaufe, habe ich natürlich eine Mütze an, damit der Temperaturaustausch eben dem Kopf sehr viel leichter fällt, ich nicht zu sehr möglicherweise ins Frieren gerate, mir die Ohren quasi abfallen und vor allen Dingen vielleicht sogar ich auch meinen Nacken trocken halte, weil das hilft mir dabei. Gut ausgestattet kann es schon fast losgehen. Sinnvoll vor der Einheit ist in der Kälte aber auf jeden Fall noch etwas dehnen. Das ist wie bei einem Auto. Der Motor ist natürlich sehr viel kälter. Und das heißt, auch die Verschiebeschichten sind bei weitem nicht so reibungsfrei. Und das bedeutet gleichzeitig also wirklich deutlich ruhiger loslaufen. Oder, auch das schlage ich oft im Winter vor, mach doch so ein bisschen Gymnastik vor dem Start, damit alles besser geschmeidiger wird, die Gelenke besser durchgewirkt werden und vor allen Dingen die Muskeln viel reibungsfreier voneinander laufen. Vielleicht auf der Stelle mal ganz kurz traben und erst dann dynamisch loslaufen. Und so geht's gleich weiter bei Vision Gold Runners. Laufen, trinken, duschen. Was gibt's im Winter zu beachten? Noch mehr Tipps von Professor Frohböse. Maiken Liss, die Hamburgerin, läuft gern im Gelände und gern lange Distanzen. Ihr Credo dabei, immer schön locker bleiben. Zurück bei Vision Gold Runners. In der Inklusionslaufgruppe Achilles haben der sehbehinderte Bernhard und sein Guide Thorsten jede Menge Spaß. Professor Frohböse weiß, in der kalten Jahreszeit ist es wie beim Autofahren. Der Körper muss erst einmal auf Temperatur gebracht werden.
Wichtig ist, das Aufwärmen sollte bei der gleichen Umgebungstemperatur stattfinden wie der Lauf danach. Wenn ich zum Beispiel mich zu Hause aufwärme, dann 5 Minuten mit dem Auto fahre oder vielleicht hingehen muss, bin ich wieder kalt. Heißt also, das Richtigste ist, direkt vor der Laufsituation sich kurz aufzuwärmen. Während des Laufens müssen dann keine Unterbrechungen mehr zum Dehnen eingelegt werden. Ich halte an sich nichts davon, zwischendurch eine Pause zu machen, zwischendurch Gymnastik zu machen, weil wir brauchen immer ein Herzfrequenzniveau, um grundsätzlich einen größeren Effekt zu erreichen. So haben wir immer quasi einen Wechsel von hoch runter. Und wenn ich eben 10 Minuten Gymnastik oder 5 Minuten Gymnastik zwischen, rauscht meine Herzfrequenz wieder ins Tal. Das heißt, ich verliere so ein bisschen mein Steady State, also mein Sauerstoffaustausch, meine Balance. Und deswegen nein, lieber Gymnastik vorne oder hinten und in der Mitte laufen. Und zwar, wie schon gehört, in der Kälte mit etwas weniger Intensität als in warmen Monaten. Der Umfang der Einheit kann aber auch im Winter gleich bleiben. Wenn ich also jetzt den Umfang reduziere, das macht nicht unbedingt Sinn, weil ich bin sowieso nach 15 bis 20 Minuten meistens aufgewärmt, dann kann ich auch weiterlaufen. Also die Streckenlänge kann ich in der Regel beibehalten. Ich brauche einfach etwas länger, weil ich etwas langsamer laufe. Aber auch das Laufen im Kalten findet irgendwann ein Ende. Dann gilt es, den Körper schnell wieder auf Normaltemperatur zu bringen. Ich trockne mich sofort ab und dann das Dehnen findet dann innen statt, weil ich einfach nicht abkühlen möchte, weil das wäre das Falsche. Vor allen Dingen dann, wenn ich vielleicht einen nassen Nacken habe oder eine kalte Stirn habe. Das sollte nicht sein. Mit dem Duschen sollte der Läufer im Winter lieber etwas warten. Zunächst stehen im warmen Nachschwitzen, etwas Dehnen sowie die Herzfrequenz regulieren im Vordergrund. Wenn man sonst zu erhitzt quasi unter der Dusche steht, ist das ja auch nicht gut, weil dann friert man danach. Und ich würde sowieso immer sagen, auch nach, gerade Wintermonaten, auch wenn das komisch ist, nach den Läufen dort immer auch Wechselduschen zu machen und dem Immunsystem zu helfen, eben auch nicht nur jetzt über 35 Grad warm zu duschen, das ist dann auch nicht gut. Bleibt noch eine Frage. Wie sieht es mit dem Trinken im Winter aus? Braucht der Körper mehr oder weniger Flüssigkeit beim Laufen als im Sommer? Ja, grundsätzlich ist es so, dass ich natürlich aufgrund dessen, ich schwitze ja einfach weniger, etwas weniger Flüssigkeit normalerweise während des Laufs sowieso benötigen würde. Aber immer natürlich, wie auch im Sommer, immer mit einem großen Glas Wasser vorher starten. Aber mir tut es auch immer gut, wenn es ein bisschen angewärmt ist. Also ich habe sehr gerne einen warmen Tee vorher oder auch nachher, weil er dann so wunderbar sich an die Magenwände legt und richtig auch von innen wärmt. Das tut gut. Altona ist schon ein kleines Dorf in einer großen Stadt. Ich habe quasi den Sportplatz vor der Haustür oder ich wohne auf meinem Sportplatz. Man kann sich die Stadt ja so auch zunutze machen. Jede Treppe mitnehmen oder irgendwelche Hügel hochsprinten oder irgendwelche Geländer für irgendwelche Übungen benutzen. Und wenn ich laufe, dann ist halt ab sofort Freizeit und Spaß und Erholung und ja, das ist total gut. Manchmal treffe ich Leute beim Laufen, gibt es einen kurzen Gruß oder einen kurzen Schnack, das ist schon ganz super so. Maiken Liss, die 39-Jährige, lebt seit 19 Jahren in Hamburg und ist begeisterte Trail- und Ultraläuferin. Ultra, im Laufen bedeutet das Streckenlängen jenseits eines Marathons. Och, eigentlich laufe ich schon immer. Ich bin schon als Kind gelaufen, habe Leichtathletik gemacht. Das hat mir eigentlich ja, immer viel Spaß gemacht. Da bin ich am meisten auch gelaufen. Und dann habe ich das ein bisschen sporadisch betrieben, so die ganze Jugend nachher durch oder das im Erwachsenenleben. Und ich bin dann tatsächlich vor knapp 3 Jahren habe ich die Tiderunners kennengelernt. Die Tiderunners aus Hamburg, Ultra- und Trailläufer aus der Laufgruppe, treffen sich regelmäßig hier in den Harburger Bergen. Gemeinsam laufen, auch Motivation für Maiken. Wahnsinnig wichtig, wahnsinnig wichtig. Ich glaube, wenn ich nicht so ein paar Leute um mich herum hätte, die da mitmachen oder die ähnliche Sachen machen, ich glaube, dann würde ich gar nicht auf die Idee gekommen sein, auch so einen Quatsch zu machen. Oder ich wäre nicht so motiviert, es zu tun. Dieser Quatsch, wie es Maiken Liss nennt, macht großen Spaß und ist trainingsintensiv, neben ihrem Beruf als Pädagogin. 4 bis 5 Einheiten die Woche, insgesamt zwischen 60 und 70 Kilometer. Vor Wettkämpfen auch mehr. Wie wird man zur Ultraläuferin? Ich kann mir das auch nicht erklären. Das war jetzt irgendwie nicht geplant oder so. Ich glaube, ganz wichtig waren die Leute, die ich kennengelernt habe. So, das war einfach super spannend und interessant und es hat mich mega motiviert.
Und ja, ich habe irgendwie festgestellt, ja, man kann irgendwie auch öfter in der Woche laufen gehen und man kann halt auch mal ein bisschen in den Hügeln oder Bergen laufen gehen und mal Intervalle laufen und man kann sich dadurch halt auch unglaublich schnell steigern. Stichwort Trail, also Geländelauf. Was ist das Faszinierende daran für Maiken? Also ich finde es für den Kopf total angenehm, weil ich dann wirklich nur bei mir und beim Laufen bin und die Gedanken irgendwie nicht sonst wo sind. Die Stadt ist vielleicht ein bisschen bunter und lauter und da sind mehr Menschen, aber das interessiert mich nicht. Das habe ich im Alltag genug. Für mich ist es wesentlich schöner, durchs Gelände zu laufen und durch die Natur zu laufen. Ja, und es sind halt auch anspruchsvollere Strecken, die man läuft, so kleine Trails und mal ein paar Anstiege oder mal ein bisschen bergab, wo man ein bisschen aufpassen muss, dass man sich nicht auf die Fresse packt. Seit 2017 läuft Maiken Liss auch Ultra-Trail-Rennen. 3 hat sie schon gewonnen. Die Erinnerungen an die extrem langen Läufe im Gelände pushen auch im Training. Also der krasseste, den ich gemacht habe, war der 100-Kilometer-Lauf, also ein Ultra-Trail in Kapstadt. Der war auf allen Ebenen eine totale Herausforderung, sowohl körperlich als auch psychisch. Der war aber auch gleichzeitig total schön einfach, weil es landschaftlich richtig schön war und von der Stimmung wunderbar war. Also und auch von der Verpflegung, Versorgung. Also die Leute haben einen abgefeiert. Das war richtig klasse. Ob im Ultra-Trail-Rennen oder im Training in den Harburger Bergen. Das Laufen gibt ihr Freiheit. Bei den Tiderunners wissen sie, wie Maiken tickt. Sie kann sich durchbeißen und das macht sie auch aus, wenn man letztendlich ein Ultra läuft. Und deswegen ist sie wahrscheinlich auch so gut, dass sie einfach so einen Willen hat, das zu schaffen und zu machen und egal was kommt. Ach, es gibt Freunde, die wundern sich einfach nicht mehr. Die sagen auch, Mensch, schön. dann gibt es Familie, die sich echt Sorgen macht auch. Tatsächlich. Also so meine Oma zum Beispiel, der erzähle ich dann auch immer artig, dass ich auch mal zum Arzt gehe und mich durchchecken lasse. Und dann freut sie sich und findet das vernünftig. Zum Laufen in alle Welt reisen. Hierfür hat sich Maiken einen Traum erfüllt. Mit ihrer Großcousine Petra, von Beruf Architektin, werkelt sie immer wieder mit Topfbohrer und Stichsäge an ihrem Traumauto. Wenn du so ein Auto hier schaffst, dann bauen wir den aus. Und dann kam sie eines Tages mit diesem alten Wagen, diese alte Handwerkerauto, dann haben wir das ordentlich ausgeschlachtet und überlegt, was sie denn will. So. Und sie sagte also, so wenig wie möglich, aber alles, was ich brauche. Ich will schlafen, ich will Kaffee kochen, und reisen und ein bisschen verstauen und so. Und dann haben wir angefangen, haben sehr viel Spaß gehabt. Das kann ich mir auch vorstellen, sowas hätte ich als junge Frau auch gerne gehabt. Der Bus und das Laufen und meine Freizeit, das geht Hand in Hand, 1:1 so, gehört unmittelbar zusammen, weil ich halt einfach gern so meine Touren mache und ich fahre halt auch eher weiter weg zum Laufen. Ich habe halt auch Freunde, die gern mitkommen und auch inzwischen ein paar Lauffreunde, die in den Bergen wohnen, ein Freund in der Schweiz und eine ist jetzt ins Allgäu gezogen und ja, da bietet sich das halt einfach an, das dann auch so zusammen zu machen, den Bus zu nutzen, die Kilometer zu machen und dann da in den Bergen zu laufen. Mutig, nicht verbissen, mitreißend. Dank dieser Begeisterung für ihren Sport wurde Maiken Liss neben lauter Medaillengewinnern ein Gesicht der DLV-Kampagne True Athletes. Doch wie kam es eigentlich dazu? Wie wurde ich True Athlete? Das frage ich mich manchmal auch. tatsächlich kannte der Kameramann mich. So, das ist ein alter Schulfreund von mir und der hat mich einfach gefragt oder beziehungsweise der hat mich vorgeschlagen. Er hat gesagt, er kennt da jemanden, eine Freizeitläuferin, die irgendwie interessante Sachen macht. Ich habe mich total gefreut, so, dass die mich gefragt haben und für mich war es irgendwie auch eine Ehrensache, das zu machen und ich bin da auch stolz drauf. Wahrlich eine gute Botschafterin für die Freude am Laufen. Maiken Liss. Welche Pläne hat die Hamburgerin für das Jahr 2019? Das ist der Lavaredo, das ist ein Ultra-Trail in den Dolomiten, der ist Ende Juni. Genau, das wird dann meine bisher längste Distanz sein, also da laufe ich die 120 Kilometer. Ja, da gibt es noch viel zu tun, bis dahin. Und was würde die passionierte Ultraläuferin denen empfehlen, die auch einmal extreme Distanzen ausprobieren möchten? Ich würde denen empfehlen, auf jeden Fall es auszuprobieren, so keine Angst vor der Distanz zu haben, weil das ist letzten Endes ein Problem, was der Kopf hat. So, das, was man in der Woche laufen kann an Kilometern, kann man auch am Stück laufen.
Gemeinsam in der Laufgruppe. Der sehbehinderte Bernhard läuft im Achilles Track Club in München mit Nichtbehinderten. Der Kälte trotzen. Professor Frohböse gibt wertvolle Tipps und Tricks, was beim Laufen im Winter zu beachten ist. Spaß am Laufen. Kaum jemand verkörpert das so gut wie Ultraläuferin Maiken Liss. Vision Gold Runners wurde präsentiert von Generali bewegt Deutschland. Aus Versicherung wird Verbesserung.